Hallöchen Leute, hier ist der Chris LP mit einem kleinen Informationsvideo. Hier seht ihr im Rückgrund meinen YouTube-Kanal. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Ich habe meinen kompletten Kanal zurückgesetzt. Sprich, alle Videos gelöscht, Design wurde zurückgesetzt. Ja, das liegt daran, wie ihr nämlich sicherlich gemerkt habt, hatte ich in letzter Zeit gar keine Zeit, Videos hochzuladen. Wegen Ausbildung und damit verbundenen Prüfungen und alles. Darum habe ich ziemlich viele Let's Plays einfach angefangen, hatte aber nie wirklich die Zeit, diese auch zu beenden. Das einzige Let's Play, was quasi nie ein Ende gefunden hätte, wäre mein Rollercoaster Tycoon Let's Play, das ich aber auch unterbrechen musste, ja, wegen Prüfungen und sonstigem. Und dann auch noch, weil ich mir zwischendurch mal einen neuen Laptop zugelegt habe und auch einen neuen PC. Und daher waren alle Speicherstände, die wir für die Let's Plays hatten, weg. Sprich, ich hätte alle Let's Plays neu anfangen müssen. Und weil ich dazu keine Lust hatte, habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, alle Videos zu löschen und den Kanal quasi neu aufzubauen. Ihr seht, ich habe ja 81.590 Videoaufrufe und 655 Abonnenten. Ich hoffe, dass die 655 Abonnenten jetzt nicht alle ihr Abo beenden, nur weil ich keine Videos mehr habe. Ihr könnt mir glauben, in diesem Moment, wo ich das Video hier gemacht habe, habe ich schon ziemlich viele Let's Plays wieder aufgenommen. Die werden auch noch alle hochgeladen, was ja auch logisch ist, sonst wäre es ja sinnlos, diese zu machen. Ja, nur weil ich in nächster Zeit, weil ich jetzt relativ alles hinter mir habe, habe ich wieder mehr Zeit, sprich, es werden auch noch neue Videos kommen. Das erste Let's Play, was ich wieder hochladen werde, das werden, ich glaube, direkt auf den ersten Schlag erstmal 5 oder 10 Parts sein, ist Rollercoaster Tycoon. Das ist das Let's Play, wo ich die meisten Parts von gemacht habe. Ich glaube, davon hatte ich 54 Videos oder so. Und das ist auch ein Let's Play, was mit am meisten geguckt wurde und was auch mit am besten ankam bei euch. Ja, dann würde ich sagen, das war die Information an euch, warum mein Kanal so leer ist. Auch das neue Kanaldesign wird natürlich auch wieder hochgeladen. Ja, dann würde ich ganz einfach sagen, an meine ganzen Abos und an meine Fans und an die Leute, die jetzt einfach so zugucken, wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play, wenn es heißt, Chris LP fängt neu an. Ciao.